war das Jahr 2001 ohne zu wissen, was hat doch nie zu kommt, ich hab mich zerrissen. In Serbien hatte ich nicht zu viel, aber hatte meine Träume, mein Ziel. Ich weiß, ich muss das Gesetz respektieren, doch kann ich es nicht kontrollieren oder korrigieren. Meine Meinung, mein Recht ist mein Beat, über die Grenze hinweg, was war das für ein Schritt? Ja, es ist die Wahrheit, ich hab die Möglichkeit bekommen zu besser verdienen, was hab ich zu verlieren? Ich kann mein Verdientes in mein Glück investieren, das Glück sind meine Kinder, mein Frieden, mein Reichtum, mein Ein und Alles. Und wo ist mein Glück, mein Reichtum, mein Ein und Alles? Jetzt spreche ich mit dir, es ist dein Gesetz. Jetzt spreche ich mit dir, du hast mich verletzt. Warum bin ich Vater, wenn ich kann sie nicht sehen? Das kann ich nicht verstehen, so kann es nicht weitergehen. Ich will, dass sie jeden Tag neben mir stehen. Ich will mit ihnen durch Leben gehen. Warum bin ich Vater, wenn ich kann sie nicht sehen? Das kann ich nicht verstehen, so kann es nicht weitergehen. Ich will, dass sie jeden Tag neben mir stehen. Ich will mit ihnen durch Leben gehen. Scheiß auf das Auto und auf das Geld, meine Seele ist leer. Ich hoffe, dass es dir das gefällt. Jeden Morgen, wann ich aufstehe, hat mich tief. Alles, was ich mache, läuft so schief. Ich denke an sie, was machen sie heute? Ich hab Sorge um euch, es gibt viele kranke Leute. Ich hab heute gelesen, 5-Jährige ist gestorben. Heute, zu tags, ist alles so verdorben. Wer hat es gestoppt? Der Vater war nicht dort. In der Zeitung stehen wieder einmal Mord. Was würdest du machen, wer ist dein Kind? Was würdest du machen oder wärst du blind? Sie trägt das Kind 9 Monate lang. Hab gewartet, für mich war es nicht zu lang. Weil es mein Fleisch, mein Blut. Hab sie nur alle zweite Wochenende, du das gut. Warum bin ich Vater, wenn ich kann sie nicht sehen? Das kann ich nicht verstehen, so kann es nicht weitergehen. Ich will, dass sie jeden Tag neben mir stehen. Ich will mit ihnen durch Leben gehen. Warum bin ich Vater, wenn ich kann sie nicht sehen? Das kann ich nicht verstehen, so kann es nicht weitergehen. Ich will, dass sie jeden Tag neben mir stehen. Ich will mit ihnen durch Leben gehen. Sie hat die Kinder, 365 Tage. Weißt du, was ich dazu sage? Urlaub, denn das sind genau 14 Tage. Findest du das genug, dann hab ich eine Frage. Eine Frage, die ich schon lang mit mir trage. Was mach ich jetzt, wenn ich meine Kinder nicht habe? Dein Land ist dein Gerichtssaal, bin ich schuld ohne Grund oder ist das mein Schicksal? Auf jeden Fall bin ich als einziger schuld. Ich bin so wie ich bin und das ist der Grund. Die Polizei war da, ich muss die Wohnung verlassen. Ich muss sie verlassen, aber will nichts verpassen. Wie meine Kinder wachsen, hier ist einfach so. Denkst du, wirklich darüber bin ich froh? Ich bin ein Vater von 1000 Väter. Meine Hoffnung zerfällt in 1000 Blumenblätter. Ich lebe hier schon 10 Jahre. Wurde aus meiner Wohnung geschmissen und von meinen Engeln getrennt. Ja. Meine Kinder sind in meinem Blickfeld, doch für mich außer Reichweite. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, doch mir brennt es mein Herz. Ja, von Gesetz bin ich der Vater, von Staat bin ich der Vater. Aber was hab ich für Rechte? Warum bin ich Vater, wenn ich kann sie nicht sehen? Das kann ich nicht verstehen, so kann es nicht weitergehen. Ich will, dass sie jeden Tag neben mir stehen. Ich will mit ihnen durch Leben gehen. Warum bin ich Vater, wenn ich kann sie nicht sehen? Das kann ich nicht verstehen, so kann es nicht weitergehen. Ich will, dass sie jeden Tag neben mir stehen. Ich will mit ihnen durch Leben gehen.